Die ganze Situation ist ein wenig eskaliert hier. Die Polizei ist da und wir sollten uns mal beeilen. Nicht, dass wir noch erwischt werden. Und ich hoffe, North hat es nicht erwischt. Toll, wollte ich nicht hin. Ich wollte umdrehen. Hier geht's lang. Na toll, das ist nicht gut. North, was ist denn passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Oh oh, was tun wir jetzt? Das ist natürlich nicht gut. So war das nicht gedacht. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Aber genau hier müssen wir jetzt zeigen, dass wir nicht sind wie sie. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Wir sind besser. Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Ein Zeichen setzen. Es war jetzt ganz wichtig, dass wir die Polizisten verschont haben, denn das ist ein großes Zeichen, dass wir eben nicht zur Gewalt bereit sind. Dass wir anders sein wollen und die Situation anders lösen wollen. So, jetzt bin ich natürlich sehr auf die weltweiten Statistiken gespannt. Polizeiauto meiden, 99%. Ja, den Artikel gelesen haben nicht viele. So, mal sehen. Hier Alarm deaktivieren, 93%. Okay, da wäre irgendwie noch was freigeschalten worden, habe ich nicht gesehen. Auf Drohne springen, Drohne zerstören 74%, Straße blockieren 94%. Und hier hätte es irgendwas passieren können, wahrscheinlich wenn man die Drohne nicht, ja, wenn man es nicht geschafft hat, die Drohne zu zerstören. Hier unten weiß ich nicht, was hier passiert ist oder was hier passieren hätte können. Laster finden 98%. Ach so, vielleicht die Zeit ist abgelaufen. Ja, das kann auch sein. Polizei nicht alarmiert. 88%. Wunderbar. So, hier oben. Statue markieren. 46%. Bänke markieren. Mhm. Anzeigetafel hacken. Androiden in den Schaufenstern befreien. Das haben 47% gemacht. Straßenbeleuchtung hacken haben 39% gemacht. Molotow-Cocktail ablehnen haben nur 22% gemacht. Ich finde, die Fahne war ein schönes Zeichen. Anstatt den Pavillon in die Luft zu sprengen. Autos markieren 33%, Flagge hissen 24%, das war auch ein schönes Zeichen, fand ich. Polizeistreife erscheint 88%, starke Botschaft senden 88% auch, pazifistische Botschaft 75%. Die Polizisten haben tatsächlich 62% haben die Polizisten verschont. 74% haben dann ja, das Ende mit einem friedlichen Protest erreicht.
Von meinen Freunden waren das 50%. Hier ist überall 50%. Niemand hat die Androiden in den Schaufenstern befreit. Okay. Autos hat auch niemand markiert. Niemand hat den Molotow-Cocktail abgelehnt. Das heißt jetzt entweder alle haben ihn benutzt oder haben da einfach gar nichts gemacht. Niemand hat die Flagge gehisst. Alles klar. Nur 50% sind in den Laden gekommen. Okay. Hat irgendjemand verkackt. Alarm deaktivieren. 50%. Tja. Ich weiß nicht. Hier ist aber noch 100% Ladenrammen. Ach so, und 50% haben wahrscheinlich hier die Polizei alarmiert, weil nicht alle den Alarm deaktiviert haben. Das wird wohl passiert sein. Ja, wunderbar. Dann können wir ja weiterfahren. Und wie immer beginnen wir bei Connor im Wagen. Zumindest ist das sehr, sehr oft der Fall. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Ich sage ja, ein wichtiges Zeichen. Kemsky verließ Cyberlife vor 10 Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Android bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweichler sagen kann, dann er. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Der Typ heißt also Kemsky und nicht Kamsky. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Sehr gerne. Können wir uns ja ein wenig umsehen. Ist er das? Elijah Kemsky, Cyberlife-Gründer, im Ruhestand seit 2028, Erfinder des Thoriums und der Biokomponententechnologie. Genau, darüber haben wir gelesen. Was haben wir hier? Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Ja, das wolltest du sagen. Amanda. Amanda Stern. Ah, Professorin für künstliche Intelligenz an der University of Coalbridge. Das ist unser Orakel. Und Elijah Kamsky, Absolvent in künstlicher Intelligenz an der University of Coalbridge. Hübsch. Hier gibt es wieder mal was zu lesen. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Nicht unbedingt. Weltraumtourismus Vielleicht nimmt bist du zu. ein Schöpfer, Connor. Ja, Wie fühlt danke. sich das an? Ganz toll. Luxusurlauber greifen nach den Sternen. Zero Gravity U-Bahn verbindet New York City und DC in 45 Minuten. Mit dem Aufkommen wiederverwendbarer Raumschiffe wird der Weltraumtourismus Realität für die, die es sich leisten können. Reisenanbieter Clear Skies bieten die ersten kommerziell verfügbaren Flüge in den Weltraum.
Das Erlebnis umfasst eine dreistündige Mondumrundung und spektakuläre Ausblicke auf die Erde durch ein eigens entwickeltes Beobachtungsdeck. Mit steigendem Wettbewerb auf diesem wachsenden Markt können die Kunden damit rechnen, dass die Reisen zunehmend günstiger werden. Doch Verbraucherrechtsaktivisten bringen derartige Boutique-Erfahrungen bereits als Zeichen der zunehmenden sozialen Ungleichheit in Verruf. Ein Sprecher von Aid on Poverty, AOP, sagte, während die obersten 1% die Erde vom Weltraum aus genießen, leidet der Rest unter Umweltverschmutzung, Hunger und Armut. Clear Skies wollte dies nicht kommentieren, aber der neue Slogan für ihre Weltraumferien wirkt in zunehmendem Maße treffend. Lassen Sie alles unter sich. CyberLifes Wahrsagercomputer. CyberLife entwickelt leistungsstärksten Quantencomputer der Welt. Hacker nehmen Solarmodule für Lösegeldschwindel ins Visier. CyberLife hat einen neuen Quanten-Supercomputer enthüllt, der ein Exaflop 1 Milliarde Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde leistet, das Äquivalent einiger menschlicher Gehirne in einer Maschine. Der Computer wurde eigens entwickelt, um enorme Datenmengen aus diversen Quellen zu analysieren und Vorhersagen zu treffen. CyberLifes leitender Zukunftsforscher Philip Seymour ist sehr zuversichtlich. Wir haben viele Tests durchgeführt und die Ergebnisse werden die Leute begeistern. Mit dem Computer soll die Möglichkeit von Massenvernichtungsereignissen wie Invasionen aggressiver Aliens oder globale Klimakatastrophen durch Meteore oder Superviren berechnet werden. Der Computer könne helfen, solche Katastrophen vorherzusagen, damit die Menschheit nicht unvorbereitet getroffen werde. Trotz der Weltuntergangsszenarien von Leuten, die fürchten, dass künstliche Intelligenz bereits zu viel Einfluss hat, preisen viele Experten dies als Quantensprung der angewandten künstlichen Intelligenz. Haben wir diesen Artikel nicht bereits gelesen oder so einen ähnlichen, weil das kommt mir irgendwie ziemlich bekannt vor. Ich nehme halt immer wieder im Abstand von 1,5 Wochen auf, deshalb, wenn das schon länger her ist, weiß ich das nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben das gelesen und ich finde es ziemlich dämlich, wenn die da mehrere, also Artikel immer wieder mehrmals hier verwenden, weil irgendwann habe ich dann nicht mehr so den Überblick, was wir gelesen haben und was nicht. Kamsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Definitiv. Davon gehe ich aus. Dabei wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Sag sowas nicht, Hank. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Na komm, erzähl weiter. Ich kann die Perspektive hier nicht wechseln. Soll ich wieder aufstehen? Soll ich warten? Aha. Elijah empfängt sie jetzt. Wunderbar, dankeschön. Oh ja, nett hat es hier. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Nur muss das Wasser rot sein, das sieht ein bisschen, naja. Das sieht eher nach Blut aus. Auch wenn es sehr wässriges Blut ist. Schöne Aussicht. Ja, genau, schwimmen noch ein paar Bahnen. Wir haben ja Zeit. Wunderbar. Na, jetzt kommt er raus. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei CyberLife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler.
Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Abweichung verbreitet sich wie eine Art Virus. Wir dachten, Sie wüssten etwas darüber. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Neutral. Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in ihren Pol. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Schieße nicht. Der Typ erinnert mich an Neander Wallace aus Blade Runner 2049. Faszinierend. Cyberlifes letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen.
Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Ich hoffe es doch. Da bin ich ja mal gespannt, wie viele geschossen haben. Verwandtschaft. Mal sehen. Mit Hank eintreffen. 67%. Polizisten verschont in Capitol Park. Ja, darum erfahren wir von Chris Überleben. Das haben wir auch 44%. So, mal sehen. Oh, da habe ich noch was nicht gesehen. Naja, mit Hank reden 100%, Wahrsage lesen 55%, Weltraumtourismus lesen 70%, Porträt analysieren haben 84% gemacht und das Gemälde haben 91% analysiert. Chloe verschonen 86%. Das ist halt schwer, sich jetzt in eine Figur wie Connor einzufühlen, wo man nicht genau weiß, wo der jetzt steht. Denn Chloe verschonen, das war natürlich jetzt eine rein menschliche Handlung. Die Frage ist natürlich, hätte Connor wirklich so gehandelt, so wie wir ihn jetzt natürlich gespielt haben, versuchen wir ihn natürlich sehr menschlich zu gestalten. Deshalb kriegt er ja auch eine Instabilität in der Software und wahrscheinlich hätte er natürlich an diesem Punkt auch so gehandelt. Aber eben, es steht halt ein Mensch hinter dem Controller. Also ist es eigentlich, ja, es ist eigentlich kein Wunder, dass die meisten natürlich so entscheiden. So, was haben wir denn hier? Ja, 100% meiner Freunde haben Chloe verschont. Das überrascht mich wirklich überhaupt nicht. Ja, komisch, ich weiß nicht, was ich da übersehen habe. 0% haben von Chris Überleben erfahren. Okay. Interessant. Und 0% sind mit Hank eingetroffen. Heißt das, bei allen anderen ist Hank gestorben irgendwo? Dass man dann alleine eintrifft? Oder was bedeutet das? Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Wobei, nein, kann eigentlich auch nicht sein. Weil hier am Ende ist dann Hank von Connors Entscheidung richtig. Das heißt, man kann hier auch getrennt eintreffen. Ich weiß nicht genau warum, aber es kann anscheinend passieren. Ja, und dann ist auch schon wieder hier eine Folge um. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.